Helmholtz-Tag im Schülerlabor am Helmholtz-Zentrum Wannsee. 14 Mädchen und Jungen aus einer 6. Klasse aus Friedrichshain sind gekommen, um auf den Spuren von Hermann von Helmholtz Licht und Farben zu entdecken. Michael Tover vom Schülerlabor findet, in jedem Kind steckt ein Helmholtz. Und gleich macht er den Helmholtz-Check. Er hat die Schwierigkeit, rechts und links zu unterscheiden. Davon einige, glaube ich. Tatsächlich, der große Wissenschaftler Hermann von Helmholtz war als Kind gar nicht so viel anders als die Schülerinnen und Schüler heute. Er war nicht immer gut in der Schule und er war genauso neugierig und hatte viele Fragen. Er fand sogar gerade die Fragen wichtig. So hat er zum Beispiel viel über das menschliche Auge und das Sehen herausgefunden. Und wie fragt man die Natur? Natürlich durch ein Experiment. Die Betreuer Marco, Anna und Jennifer haben mit Michael die Experimente schon vorbereitet. Genau. Ja, das teilen Jennifer und ich uns. Genau, wir machen also drüben die Farbenmischen. Und damit haben wir eigentlich soweit alles geklärt. Ich denke, legen wir los. Zum Beispiel den Lichtmischer. Dabei entstehen alle Farben aus den drei Grundfarben Rot, Grün und Blau. Damit arbeiten alle Bildschirme. Und wenn man mit einer Lupe den Fernsehbildschirm untersucht, dann kann man das genau erkennen. Auf den Fernseher. Es sind so kleine Vierecke und sie haben einzelne Farben, Blau, Grün und Magenta. Ach krass, das sieht richtig cool aus. Beim Drucker entstehen die bunten Bilder aber ganz anders. Und das probieren die Kinder auch praktisch aus. Magenta, Cyan und Yellow habe ich in drei Kreise gemalt, die sich alle übereinander schneiden. Dann mischen sie sich sozusagen in andere Farben, wenn man nur Rot, Blau und Gelb nimmt. Und dann geht's in die Dunkelkammer, wo bunte Legosteine zu sortieren sind. Welcher wirkt denn unter einer grünen Lampe hell? Komisch. Der rote Legostein sieht plötzlich ganz dunkel aus, denn er schluckt das ganze grüne Licht. Da habe ich mit Farben rum experimentiert. Das mit Legosteinen, dass man die so anleuchtet. Und dann auch auf so ein weißes Blatt im dunklen Raum. Und dann da halt Figuren davor mit den Fingern machen, dann haben die auch andere Farbschatten. Alle Kinder haben auch ein echtes wissenschaftliches Gerät gebastelt. Ein Spektroskop. Das ist ein Kasten, der das Licht zerlegen kann. Wir haben ein Spektroskop, heißt das, glaube ich, gebaut. Und dann kann man da durch so ein kleines Viereck durchgucken. Und dann sieht man in so einem kleinen Stück CD so eine Spiegelung. Mir hat am besten gefallen halt die Glühlampe, weil da sind so viele gleich. Also sie sind miteinander verbunden, wie beim Regenbogen. Am Ende wissen die Kinder, wie Forschen geht. In jedem von ihnen steckt ein kleiner Helmholtz, ein Forscher, der die guten Fragen stellt. Ja, gut heute.